mit ein wichtiger Punkt war einfach, dass die Kinder sich immer wieder beschwert haben, wir haben zu wenig Familienzeit. Klar, wir waren beide arbeiten, die Kinder beide in der Schule. Die Zeit, die man gemeinsam hat, ist einfach begrenzt. Und das war so der größte Punkt, wo sie gesagt haben, okay, cool, wir haben jetzt einfach viel Zeit mit unserer Familie. Wir können viel Zeit zusammen verbringen. Und das war das, wo sie sich einfach riesig drauf gefreut haben. Nomad Kids, der Podcast für Reisefamilien rund um die Themen Reisen mit Kindern, Elternzeit und Langzeitreisen als Familie. Ja, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir mit Tanja und René, die mit ihren beiden schulpflichtigen Kindern seit August 2023 um die Welt reisen. Für viele Familien ist das ja ein ganz, ganz wichtiges Thema oder eine der größten Hürden auch. Wie schaffe ich es mit meinen Kindern, trotz der Schule zu reisen und dafür eine offizielle Schulbefreiung zu bekommen? Und genau dafür haben wir die Tanja eingeladen, die auf dem Gebiet zur absoluten Expertin geworden ist und darüber sogar ein Buch geschrieben hat und uns ganz, ganz viele Fragen beantworten kann. Also hallo Tanja, hallo René, schön, dass ihr da seid. Hi, schön hallo, da zu sein. Beiden. Genau, danke erstmal zur Einladung zu eurem Podcast und wir freuen uns auch tierisch, euch ein bisschen von unserem Leben auf der Reise erzählen zu dürfen. Sehr, sehr cool. Bevor wir zum Thema Schulbefreiung kommen, ganz kurz, wo seid ihr gerade? Gerade wieder in Thailand. Wir sind gerade frisch von Laos wieder nach Thailand gekommen. Genau, das sind wir jetzt seit, ich glaube, 3 oder 4 Tagen sind wir jetzt wieder in Thailand. Okay, wo genau, im Norden, Süden? Wir sind im Norden in Pai, einem kleinen, entspannten Hippie-Dörfchen, so hat es den Ruf weg, genau, und verbringen die nächsten paar Tage, Wochen noch hier, bevor wir dann ins nächste Abenteuer starten. Genau. Sehr schön. Ja, in Pai waren wir auch schon, hat uns auch damals sehr, sehr gut gefallen, richtig entspannt und ja, so ein chilliges Dörfchen. Sehr cool. Cool. Wie war das denn bei euch? Wann habt ihr eigentlich gesagt, wir machen jetzt eine Weltreise? Das war, ich glaube, zu Ende der Corona-Zeiten war das, wo sich so langsam alles etwas wieder gelockert hat. Und da war dann so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist es soweit. Also eigentlich ist es so abgelaufen, dass wir zusammen auf der Couch lagen, kuschelnd, und haben so die ganzen letzten Wochen Revue passieren lassen. Und dann kam irgendwie so das Thema Reisen wieder auf, weil wir eigentlich jedes Jahr immer viel gereist sind, also mindestens 1, 2, 3 Mal. Und das war ja in Corona-Zeiten einfach nicht mehr möglich. Und da war dann so, kam das Thema Reisen wieder auf und unsere Weltreise, weil den Gedanken hatten wir schon, seitdem wir uns kennengelernt haben. Mussten den aber dann auf Eis legen erstmal. Und da war es dann so, ja, wie schaut es denn eigentlich mit unserer Weltreise aus? Und haben wir gesagt, ja, eigentlich war da ja noch was, gell? Und ja, aber jetzt haben wir ja uns ja eigentlich so viel aufgebaut und jetzt stehen wir mitten im Leben und es ist, oder wir haben jetzt alles, was wir brauchen, uns fehlt es an nichts. Und ja, und dann war aber ziemlich schnell klar, ja, wir machen es. Und dann hast du noch gesagt, machen wir es wirklich? Und ich sage, ja, klar. Und dann, ja, aber was ist mit all unserem Zeug? Und ich sage, ja, das schaffen wir schon woanders schon wieder aufzubauen. Wir haben es einmal geschafft, wir schaffen es wieder. Ja, und dann, ja, okay, dann in einem Jahr sitzen wir im Flieger. Ja, in einem Jahr sitzen wir im Flieger. Und dann ging es los von dem Tag an. Aber dann systematisch geplant mit einem Vision Board. Haben uns dann ja, unsere Ziele gesetzt, wann, wie, wo, was passieren muss. Und genau, so haben wir es dann abgearbeitet. Und dann, nach einem Jahr, waren wir im Flieger gesessen. Wow, das hört sich gut an. Also so richtig, zack, wir machen das jetzt. Umsetzen, planen und los. Sehr schön. Wie war das bei den Kindern? Habt ihr die, wo ihr dann darüber erzählt habt oder die in die Pläne eingeweiht habt, wie war die Reaktion von denen? Die haben sich erstmal riesig gefreut, natürlich. Neues Abenteuer, neue Erfahrungen, das Ungewisse, weil sie natürlich nicht wussten, was kommt auf sie zu. Und natürlich haben sie gesagt, okay, klar, können wir nicht am besten jetzt schon los. Und als es dann immer weiter zum Abflugsdatum hinging, hatten wir natürlich emotionale Ups and Downs, klar, Freunde, Familie, die man zurücklassen muss.
Hobbys, die man aufgeben muss. Genau, das gehört einfach mit dazu. Das ist Teil, wenn man irgendwo abbricht und ein neues Abenteuer startet. Aber unsere Kinder waren von Anfang an mit Feuer und Flamme und haben sich riesig darauf gefreut, ja, die Welt entdecken zu dürfen. Cool. Ja, das macht es für einen persönlich auch leichter, dann zu sagen, hey, wir nehmen euch mit. Wenn die Kinder dahinter stehen und die sich auch freuen, dann ist es ja für als ganze Familie dann einfach, ja, befreiend, ne? Als wenn man da jemanden hätte, der dann sagt, nee, ich mag eigentlich nicht, ich mag zu Hause bleiben bei Oma oder so. Genau. Mit ein wichtiger Punkt war einfach, dass die Kinder sich immer wieder beschwert haben, wir haben zu wenig Familienzeit. Klar, wir waren beide arbeiten, die Kinder beide in der Schule. Die Zeit, die man gemeinsam hat, ist einfach begrenzt. Und das war so der größte Punkt, wo sie gesagt haben, okay, cool, wir haben jetzt einfach viel Zeit mit unserer Familie. Wir können viel Zeit zusammen verbringen. Und das war das, wo sie sich einfach riesig drauf gefreut haben. Ja, das glaube ich. Das stimmt. Ja, ihr seid ja jetzt schon eine Zeit lang unterwegs, fast schon ein Jahr oder fast schon über ein Jahr, weiß nicht ganz genau, wann ihr im August gestartet seid. Und wart ja viel im asiatischen Raum unterwegs. Ich habe gesehen, ja, Malediven, ich glaube, Indien war auch dabei. War das für euch ein guter Start und habt ihr euch das so alles geplant gehabt? Ja. Genau, also wir sind ja in Thailand gestartet. Am 28. August sind wir letztes Jahr losgeflogen. Deswegen noch 7 Tage, dann haben wir ein Jahr. Sind wir wieder hier, wo alles begann sozusagen, war für uns absolut der richtige Start. Wir kannten Asien, Thailand zwar nicht, aber andere Teile von Asien von früheren Backpacking-Trips, wussten also so ein bisschen, wie ist das Leben in Asien, wie funktioniert alles. Und haben deswegen entschieden, da die Kinder das eben nicht kannten, wir wollen es ihnen auch einfach machen, in dieses Backpacker-Leben reinzukommen. Starten wir in Asien. Thailand ist super kinderfreundlich. Man hat gutes Essen, tolle Strände, nette Menschen. Es heißt nicht umsonst das Land des Lächelns. Genau deswegen würden wir jederzeit wieder vermutlich in Thailand starten. Klar, die Flugverbindung von Deutschland nach Bangkok ist auch super easy. Deswegen war für uns auf alle Fälle ein guter Start. Ja, Thailand ist ja auch so das Anfängerland, sage ich mal, für viele Backpacker. Die starten da erstmal und dann kommt man da viel, viel einfacher rein. Ne? Ist, ja. Im Vergleich zu, keine Ahnung, Indien, wart ihr auch in Indien, ne? Ja, wir waren auch in Indien. Natürlich nochmal eine andere Hausnummer, ne? Ja, das wäre jetzt nicht unsere erste Wahl für ein Startland, ja, auf alle Fälle. Ja, und ihr wart auch auf den Malediven, das ist ja oft so ein Sehnsuchtsziel. Wir waren da auch auf unserer Weltreise und viele denken da immer so, ah, zu teuer und kann man sich nicht leisten. Erzählt mal, wo wart ihr da und wie war das für euch? Also es stimmt schon, natürlich die Malediven, gerade die Resorts sind sehr teuer. Aber man kann halt auch anders. Ja, es gibt noch genug Local-Inseln, wo das Local-Life herrscht und da ist es durchaus möglich auch, sag ich mal, kostengünstige Unterkünfte zu finden und auch ja, längere Zeit dort zu verbringen. Kostengünstig und ja, das war unsere Wahl. Wir haben uns eine Local-Insel gesucht. Genau, wir waren auf Kashido. Das ist eine relativ große einheimische Insel im Norden von den Malediven. Genau, hatten dort ein kleines Guesthouse, also wirklich jetzt nicht das, was man von den Honeymoon-Inseln kennt. Also ein einfaches Zimmer, ein Bett zum Schlafen, aber was braucht man mehr auf den Malediven? Man hat das Paradies genau vor der Tür. Genau, und dann ist es natürlich auch einfach eine Sache, muss man immer in den größten 4-Sternen-Hotels, Restaurants essen gehen? Oder kann man einfach dort, wo die Locals essen, in kleinen Restaurants, Streetfood? Wir sind ein Fan von Streetfood. Wir lieben es, die authentischen Gerichte der Leute vor Ort kennenzulernen. Und somit war für uns auf alle Fälle ein Maledivenurlaub absolut machbar, denn Zu viert, 3,5 Wochen Malediven ja, geht auf alle Fälle. Cool. Ja, wir waren auch auf einer Local-Insel. Wie gesagt, man braucht nicht viel. Das Meer ist wunderschön. Ja. Du kannst da tauchen, schnorcheln gehen. Keine Ahnung, mehr braucht man nicht. Weißer Sand, Palmen, fertig. Ja, wir waren nur leider zum Ramadan da. Da ging das mit dem Streetfood leider nicht. Oh, weil es gab nämlich nicht auch. Wir waren auch zu Ramadan dort. Ah, okay. Aber wir hatten, also es gab ganz vereinzelt 2-3 kleine Stände, wo man doch immer noch so ein bisschen so Teigtaschen oder Snacks bekommen hat. Und dann war die Wahl war eine Wahl, genau. Da hatten sie ein Fest auf der Insel, wo sie Essen ausgeschenkt genau haben. Genau. Ja, da hat sich dann so die ganze Insel getroffen, einem großen Bildschirm und hat da die Rede
verfolgt vom zukünftigen Präsidenten? Oder? Ich glaube, irgend sowas war es, ja. Irgendeine Wahl war auf jeden Fall angestanden, ganz große. Ja. Ja, schön. Eure beiden Kinder sind ja schon schulpflichtig. Jetzt kommen wir mal zur Frage, wie habt ihr das gemacht mit der Schule und wie funktioniert das für euch? Wie wir das mit der Schule gemacht haben? Ja, wir haben am Anfang, haben wir uns ein bisschen ausgerüstet mit Lernstoff für die jeweiligen Jahrgangsstufen. Der wurde aber dann, den haben wir schon ziemlich schnell abgearbeitet gehabt. Jetzt machen wir es so, dass wir auf Anton und Duolingo zurückgreifen, um die Kinder da Lernstoff zu so ein bisschen Basics für Mathe, Deutsch, Sprachen genau. Einfach vertiefen zu können. Aber ansonsten haben wir so eine Mischung aus World Schooling und Freilernen. Genau, einfach orientiert an den Interessen und Bedürfnissen von den Kindern. Wo liegen gerade die Interessen? Was interessiert sie? Wenn wir zum Beispiel einen Länderwechsel machen, finden die beiden das ganz spannend. Die machen dann kleine Referate für uns, um sich auf das neue Land vorzubereiten, um zu erzählen, was ist so besonders in dem neuen Land, wo wir hingehen? Was gibt es da zu essen? Mit welchem Geld wird bezahlt? Was sollte man vielleicht nicht tun? Genau, und ansonsten nutzen wir natürlich die Gegebenheiten, die uns die Welt gibt. Also wenn wir Tempel besichtigen, irgendwelche historischen Stätten, Museen, Wasserfälle, da hat man ja einfach genug Möglichkeit, wo die Kinder enorm davon profitieren können. Das ist ja voll praktisch. Dann habt ihr ja eure Local, eure Guides dann immer dabei, die bereiten eure Länder vor. So, da müssen wir hingehen, hier bezahlt man so und so. Fertig. Genau, cool. Also die Kinder suchen sich in den Referaten immer ungefähr 3 Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen aus, was sie in dem Land gerne sehen würden. Und die versuchen wir dann auf unserer Route einzuplanen, um die Orte dann auch wirklich zu besichtigen, um zu gucken, okay, was haben sie sich ausgesucht, was interessiert sie vielleicht, ist es ein Tempel, ist es ein Wasserfall, ist es was auch immer, genau. Und die Kinder nehmen dann so viel davon mit und erzählen dann der Oma am Telefon, was sie alles erlebt haben, was sie gelernt haben über die Traditionen, über die Religionen. Ja, das ist ein schönes Vorgehen eigentlich, wenn die Kinder schon alt genug sind und es selber vorbereiten können. Finde ich toll, cool. Und man lernt natürlich auch viel, was jetzt nicht in den Geschichtsbüchern steht, weil es sind dann auch, die Guides sind dann meistens auch Leute, die wo ihren Geschichten vom Großvater oder vom Urgroßvater noch erzählen können, die wo man dann auch so im Internet gar nicht findet. Und das ist dann schon immer recht spannend und schön, ja. Ja, cool. Für das, also ihr habt es ja eingangs schon gesagt, das war ja eigentlich von euch so eine Idee, die Weltreise jetzt zu machen, weil es lange Zeit nicht ging. Wie war das bei den Kindern so? Gab es da auch, dass die Schule, fanden die toll am Anfang oder vor der Weltreise oder fanden sie eher das Schulsystem nicht so gut und haben sich dann gefreut, ja cool, wir können jetzt mal eine Zeit lang raus? Oder hat sich das, ja, oder wie war das bei denen so? Also die Kinder sind immer sehr, sehr gerne in die Schule gegangen. Das war eigentlich nicht der Grund. Es hat sich einfach so ergeben, würde ich sagen. Genau, ich glaube, es war eine gute Mischung aus allem. Man hat natürlich gemerkt, dass die Kinder durch das Schulsystem sich selber vielleicht auch ein bisschen unter Druck gesetzt haben, weil sie natürlich gute Noten erreichen wollten. Die Große natürlich vor dem Schulabschluss stand und nochmal bessere Noten erzielen wollte. Und als Externe hat sie noch einen QA genau. gemacht. Also sie hat sich sehr viel Stress gemacht, weil sie wollte einen guten QA machen. Als Externe und sie wollte auch noch ein gutes Jahrgangszeugnis ablegen. Und beides zusammen hat sie natürlich schon gestresst. Da haben wir sie dann auch ein bisschen entschleunigen oder dass das okay ist, so wie sie das macht. Und sie muss keine Top-Leistung abliefern bei beiden Sachen. Genau. Genau, aber wir sind keine Schulgegner. Also unsere Kinder sind gerne in die genau. Schule gegangen. Die haben das auch toll gemacht, beide wirklich. Und das war einfach so ein Zusammenspiel, dass wir sagen, okay, wir wollen die Welt bereisen. Wir wollen unseren Kindern ein Geschenk mitgeben, indem wir sie die Welt mit ihren Augen entdecken lassen können und einfach ein bisschen den Druck aus dem Alltag rauszunehmen und zu sagen, okay, wir nutzen die Zeit, die wir jetzt haben als Familie, ohne die ganzen Einflüsse, die wir eben im Alltag in Deutschland hatten. Um auf die Bedürfnisse dann einfach auch direkt eingehen zu können, ja. Ja, das stimmt. Das ist im Alltag dann tatsächlich manchmal ein bisschen schwieriger, wenn halt Job und sowas alles kombiniert werden muss, unter einen Hut gebracht werden muss. Das ist auf Reisen dann natürlich ein bisschen einfacher. Ja, Thema Schulbefreiung, das ist ja für viele Familien so ein großes Ding, die schulpflichtige Kinder haben. Oh, das ist so eine Riesenwand, vor denen die dann stehen. Erzählt mal, wie lief das bei euch und ja, wie das geklappt?
Genau, also diese Riesenwand hatten wir am Anfang natürlich auch, weil wir nicht wussten, wie funktioniert das alles, wie läuft es in unserem deutschen Gesetzesdschungel, so nennen wir das ganz gerne. Und haben einfach angefangen und hatten ein Gespräch mit dem Rektor unserer Schule, haben ihm erklärt, was wir vorhaben, wollten eigentlich Informationen sammeln, wie wir am besten eine Schulbeurlaubung erwirken können. Der Rektor hat uns dann schnell zu verstehen gegeben, dass er das ganz toll und spannend findet, dass wir die Reise mit den Kindern machen wollen. Er selber aber keine Ahnung hat, wie sowas funktioniert und wir uns doch anderweitig erstmal erkundigen sollen, wie das Ganze denn funktioniert. Und wir wurden von Instanz zu Instanz geschickt, waren auf den verschiedensten Behörden, bei den verschiedensten Ämtern, um am Ende wieder bei unserem Rektor zu landen, hatten letztendlich dann sogar rechtsanwältliche Hilfe, weil keiner, also wirklich keiner uns sagen konnte, wie es funktioniert. Und wir dann so ein bisschen am Verzweifeln waren und gesagt haben, wir werden das jetzt nochmal rechtsanwältlich klären lassen, damit wir wissen, wie es auch wirklich funktioniert, dass wir Gesetzesform das ordentlich über die Runden bringen können. Genau, weil uns wurde dann, als wir dann einmal im Kreis wieder beim Rektor gelandet sind, nach, ich glaube, 3 Monaten, war es dann so, dass er uns dann geraten hat, wir sollen halt einfach gehen, das passt schon so. Und wir dann gesagt haben, ja, okay, das passt für uns jetzt nicht so. Also wir würden schon gerne was Schriftliches in der Hand halten, wo dann geregelt ist auch was, wenn ein Wiedereintritt in die Schule oder wenn an Grenzen irgendwie eine Kontrolle vorkommt oder wie auch immer, dass wir was in der Hand haben und nicht später auf irgendwelche Probleme dadurch bekommen. Und dann sind wir eben zum Anwalt gegangen, ja. Und der konnte das dann fix klären, wie das abläuft. Und so sind wir dann zum Rektor gegangen. Und dann war die Sache eigentlich relativ schnell dann erledigt. Das hat dann noch 2 Wochen vielleicht in Anspruch genommen. Und dann hat man endlich den lang ersehnten Wisch in der Hand. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also nur wenn der Rektor sagt, das passt schon so, und dann steht ihr am Flughafen und dann sagt die Polizei, hallo, ihr habt doch schulpflichtige Kinder. Ich glaube, genau. Das funktioniert gar nicht so. Auch wenn er das, ist ja cool, dass er das sagen würde, ja, passt schon, geht einfach. Ja, ist ja auch, wie du ja schon gesagt hast, das ist ja ein riesiges, komplexes Thema. Gerade in Deutschland mit verschiedenen Gesetzen ist es ja auch bundesländerabhängig, wie dann da irgendwie die Vorgehensweisen sind. Und Tanja, du hast dann einfach gedacht darüber, oder hast du dann darüber ein Buch geschrieben, über dieses komplexe Thema. Was hat dich dann da so motiviert? Es ist ja schon wahrscheinlich recht umfangreich und ja, gesetzeslastig, oder? Jein, also ja, natürlich haben wir die ganzen Gesetze herausgesucht, zusammengefasst, die wichtig sind, wenn man seine Kinder von der Schule beurlauben möchte. Und die Motivation, ich weiß nicht, vielleicht hat man es gerade auch einfach schon gehört, diesen Dschungel, den wir da durchschreiten mussten, diese Nerven und Zeitaufwände, die damit verbunden waren, waren die Motivation zu sagen, okay, wir machen ein E-Book, also es ist ein E-Book, es ist keine Papierform, sondern es ist genau die Online-Version des Ganzen, zu sagen, okay, wir können den Familien was an die Hand geben, woran man sich hangeln kann, weil das ist das, was uns damals gefehlt hat, so eine kleine Art Anleitung. Wen fragt man, wo muss man hingehen, nach welchen Gesetzen muss man suchen, welche Paragraphen braucht man, welche Argumente sind nachher hilfreich, um die Menschen davon zu überzeugen, dass die Langzeitreise für die Kinder wertvoll ist. Genau, und das war die Motivation zu sagen, für uns ist die Weltreise so wertvoll, auch mit den Kindern, dass wir gerne die anderen Familien ermutigen würden, diesen Schritt zu gehen und ihnen das einfach ein bisschen vereinfachen wollen, die Kinder von der Schule zu beurlauben. Ja, finde ich toll. Das ist eine schöne Vision oder Mission, die du da verfolgst, finde ich super. Wenn man jetzt das Thema Schulbefreiung so vor der Brust hat, was ist so der klassische Weg oder was, ja, wie gehe ich so Step by Step vor? Kannst du da mal, oder gibt es überhaupt so einen Step-by-Step-Weg? Was soll ich vielleicht zuerst machen? Genau, diesen Step-by-Step-Weg gibt es tatsächlich nicht wirklich, weil eben, wie du vorhin schon sagtest, Deutschland, seine Bundesländer, jeder seine eigenen Regeln hat, jeder seine eigenen Gesetze hat, seine Vorschriften. Deswegen der erste Weg ist mal herauszufinden, wie es in seinem eigenen Bundesland auszusehen hat. Auch hierfür gibt es, oder das ist eigentlich der einzige Grund, was Deutschland wieder verbindet. Also die Paragraphen, die wichtig sind, sind immer in den gleichen Gesetzen zu finden. Man muss sie eben finden. Und daran ist dann eigentlich auch alles geregelt. Wie geht's weiter? Wer entscheidet? An wen müssen wir Anträge stellen? Mit wem muss man ins Gespräch gehen? Und dann kann man sich da entlanghangeln. Es gibt auch keinen Trick, wo du sagst,
dadurch ist es jetzt irgendwie, macht ihr euch die Sache leichter oder so? Leicht ist es zu wissen, wo steht, wie es funktioniert. Genau deswegen unsere Motivation gewesen, eben alles in diesem E-Book zusammenzufassen, damit man sich eben nicht durch diesen Gesetzesdschungel wälzen muss, um herauszufinden, wie es eigentlich geht. Denn wenn man mal weiß, wo es steht, dann ist es eigentlich ganz einfach, mit den richtigen Argumenten, mit der richtigen Einstellung, diejenige Person, die dann zuständig ist, davon zu überzeugen. Genau deswegen dieser kleine Guide. Wir haben darin die Argumente zusammengefasst. Wir haben Vorlagen für den Antrag. Also es ist eigentlich alles fertig. Man könnte es ausfüllen, loslegen und geht bestens vorbereitet ja in dieses genau. Gespräch. Genau, es ist dann, natürlich keine Rechtsberatung und es ist auch kein Patentrezept, weil es natürlich abhängig ist von der Person, die es entscheidet. Aber es ist zumindest eine Hilfe. Es ist eine Erleichterung, wo man sich ranhangeln kann, wenn man so wie wir am Anfang einfach vielleicht auch überfordert damit ist, wenn man nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll bei dem Ganzen. Ja, glaube ich. Cool. Wie lange hast du an dem Buch geschrieben und recherchiert? Ja, auch schwer zu sagen, weil wir natürlich zwischendrin auch immer wieder am Reisen waren. Aber ich würde mal grob sagen, dass bestimmt 3 Monate Arbeit drinstecken, um die ganzen Gesetzestexte zu wälzen, um das natürlich nachher auch ansprechend zu gestalten, sinnvoll zusammenzufassen, sodass es wirklich auch nützlich und kompakt ist und man auch nicht vorher dann wieder 200 Seiten erstmal lesen muss, bis ich hier den Menschen erklärt habe, was eigentlich zu tun ist, sondern wir haben es wirklich versucht, so kurz und informativ wie möglich zu halten, um schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Du hast gesagt, du hast ja viele Gesetzestexte, hast du da auch mit Ämtern vielleicht gesprochen oder verschiedenen Institutionen oder woher hast du die ganzen Informationen so zusammengesucht und bekommen? Also wir hatten anfangs ja selber das Gespräch mit dem Rechtsanwalt, als es darum ging, dass wir die Beurlaubung für unsere Kinder erwirken können. Und das ist wieder die Einheit in Deutschland. Also die Paragraphen, die man benötigt, stehen immer in denselben Gesetzen. Also ich habe nicht von vorne dann angefangen, sondern habe halt von jedem Bundesland mir die passenden Gesetze rausgesucht, habe dann die passenden Paragraphen dazu gelesen und die wichtigen Teile davon eben rausgezogen und das wiederum in unserem Buch zusammengefasst, sodass man kurz und knapp in unserem E-Book eben sieht, okay, du kommst aus Bayern, du brauchst Paragraph so, 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 das ist es und dann hat man das Wichtigste alles zusammen. Okay, das ist super praktisch, ja. Wenn jetzt Familien sagen, oder welchen Rat würdet ihr anderen Familien geben, die jetzt eine Langzeitreise in Betracht ziehen oder planen schon, die aber noch Ängste und Zweifel haben, so in Bezug auf die Schulbefreiung, weil das liest man ja ganz, ganz oft. Was würdet ihr denen raten? Also ich würde sagen, dass Ängste und Zweifel unbegründet sind, weil es gibt immer einen Weg. Ja. Und manchmal ist er halt ein bisschen einfacher, manchmal ist er ein bisschen schwerer. Aber wenn man es will, dann kommt man zur Schulbefreiung. Ja, ganz sicher. Okay. Weil man hört ja auch manchmal, bei uns ist das total auf taube Ohren gestoßen, der Rektor oder das Schulministerium oder Amt oder wer auch immer dann dafür zuständig ist, weiß ich ja gar nicht, hat gesagt, nee, das geht nicht, ihr müsst euch abmelden oder so. Aber da sagt ihr, nee, es gibt Wege, oder? Ja, genau, also die Abmeldung ist Plan B. Damit funktioniert es auf alle Fälle, denn damit sind die Kinder eben nicht mehr schulpflichtig. Aber wir würden den Familien einfach raten, selbst wenn sie auf taube Ohren stoßen, dass sie sich nicht entmutigen lassen sollen, sondern es sind die Träume, es ist euer Leben. Und wenn ihr Lust habt zu reisen mit euren Kindern, wird es auf alle Fälle einen Weg geben, wie ihr die Reise starten könnt. Und selbst wenn die zuständige Person erstmal sagt, nee, oder interessiert mich nicht, möchte ich nicht hören, dann gibt es genug andere Möglichkeiten, wie man zur Langzeitreise kommen kann, um seinen Traum mit seinen Kindern zu leben. Das sind schöne Worte. Und es sind ja auch oftmals die Leute, die sind ja selber gar nicht so informiert, weil die sich damit ja auch nicht so häufig konfrontiert sehen. Der Rektor hat das vielleicht noch nie gemacht oder deswegen sagt er, boah, keine Ahnung, und sagt erstmal, nee, geht nicht vielleicht. Und dann, genau, das ist das größte Problem, auf das wir auch gestoßen sind, die Unwissenheit der Menschen. Ja. Also fast keiner weiß, wie es funktioniert. Und sobald man den Leuten vorlegen kann und sagen kann, so funktioniert es, es ist deine Entscheidung, du darfst, dann funktioniert es plötzlich. Und die Unwissenheit stellt einfach viele vor, die Zweifel oder macht Angst, weil eben es nicht klar ist. Auch falsche Entscheidungen eventuell auch zu treffen aus Unwissenheit. Also das war ein ganz großes Thema, denke ich, auch bei uns im Rektor. Er wollte einfach nichts falsch machen, ja, weil er nicht wusste, wie man es macht. Deswegen, das ist schon ein sehr guter Leitfaden, das E-Book, um an die Sache ranzugehen.
Ihr schneidet ja auch Österreich und die Schweiz an. Das ist ja dann, also stelle ich mir zumindest vor, das ist nochmal komplett ein anderes Terrain als Deutschland, oder? Wir haben tatsächlich die Österreich und die Schweiz als deutschsprachige Nachbarländer mit angeschnitten, weil wir unterwegs viele Familien aus diesen Ländern auch kennengelernt haben und wir bei der Recherche festgestellt haben, dass es viele Parallelen zu Deutschland gibt. Also es ist doch nicht komplett anders. Also die haben natürlich ihre Regeln und Gesetze, aber im Kern funktioniert es relativ ähnlich wie Deutschland. Und das war der Wunsch vieler Menschen, dass wir das einfach noch mit reinpacken und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen kurzen Exkurs. Also es ist nicht das Hauptthema unseres E-Books, aber wir haben es kurz angeschnitten, einfach um den Leuten aus dem deutschsprachigen Raum auch die Möglichkeit zu geben, nachzugucken, wie es funktionieren kann. Ist denn dann so eine Schulbefreiung für ein festes Datum? Also habt ihr ein bestimmtes Enddatum und habt ihr dann auch vor, dass dann die Schule für die Kinder wieder weitergeht, also dass ihr zurückkehrt, wenn ihr das jetzt schon so sagen könnt? Also ein Enddatum, auch das ist wieder schwierig. Jedes Bundesland entscheidet es selber. Wir haben kein Enddatum, deswegen in Bayern ist die Regelung ein bisschen anders als in vielen anderen Bundesländern. Genau, also wir haben die Möglichkeit, dass die Kinder jederzeit einen Schuleintritt, also da steht nichts im Weg, einem Wiedereintritt steht überhaupt nichts im Weg. Wir haben das damals mit dem Rektor auch gleich so besprochen und geplant. Für Sie wäre ja sowieso der Abschluss dann interessant, die mittlere Reife, die könnte sie einfach als Externe teilnehmen, wenn sie den Wissensstand hat. Und für ihn würde gelten, dass er einen Leistungsnachweis machen muss, um zu gucken, in welche Klasse er dann wieder eingeschult und integriert werden kann. Ja. Und das wäre dann schon alles. Ja. Genau, das ist der Tipp, den wir den Familien noch mitgeben können. Man verhandelt natürlich dann mit dem Rektor oder mit der Schule mögliche Wiedereingliederungen der Kinder aus. Genau, oftmals können die Lehrer oder Rektoren einem nicht zusichern, dass das Kind genau die Klasse wieder besuchen kann, in Klar. der es eventuell dann wäre. Aber man kann zumindest Absprachen treffen, dass man sagt, okay, ihr kriegt wieder einen Schulplatz, wenn er kommt oder ihr müsst einen Leistungsnachweis bringen oder auch nicht. Das ist natürlich wieder komplett unterschiedlich. Aber wir haben eine Abmachung mit unserem Rektor und somit könnten unsere Kinder oder zumindest der Kleine, wenn wir zurück nach Deutschland kommen, auch wieder direkt auf die Schule gehen. Okay, das ist ja ein schönes Sicherheitsnetz dann zu wissen, okay, der kann dann wieder in die Schule, wo er dann auch die Leute kennt, die Lehrer kennt, vielleicht noch Freunde hat. Ja. Hatten die Kinder denn schon mal den Wunsch, wieder nach Hause zu reisen? Nee, anfangs war es natürlich so ein bisschen so die Oma vermissen, Haustiere vermissen, das schon. Aber so mit der Zeit haben wir dann die Kinder so immer mehr angesteckt mit dem Reisefieber. Ja, und jetzt sind sie mittendrin und also mit keinem Wort, dass sie das sagen würden, wir wollen wieder nach Hause. Gar nicht. Eher das Gegenteil, sie wollten eigentlich immer weiter reisen. Genau, also klar ist, Heimweh ist natürlich immer wieder ein Thema. Es wäre vielleicht auch komisch, wenn man seine Freunde und Familie nicht vermisst. Wir haben aber regelmäßig Kontakt, auch über Videotelefonie. Und das ist für die Kinder völlig in Ordnung. Sie können lebhaft dann alles erzählen, was sie erlebt haben. Und inzwischen formulieren beide, dass sie sich das so irgendwie gar nicht mehr vorstellen können, in Deutschland zu leben, sondern am liebsten immer weiter reisen wollen und die Welt sehen möchten. Cool. Das ist ja das Schönste eigentlich, also für alle, für die Eltern, die dann sehen, wow, die Kinder gehen voll in der Reise auf und vermissen natürlich logischerweise auch das soziale Umfeld oder Verwandte oder sowas, aber das zu sagen, ich will nicht mehr nach Hause oder ich kann mir das so nicht mehr vorstellen, ist ja dann, als reiselustige Familie ist das dann ja das Schönste eigentlich, sehr cool. Wo geht's denn für euch als nächstes hin? Genau, wir werden jetzt noch ein bisschen Zeit in Pai verbringen und dann werden wir unser nächstes Abenteuer in Taiwan starten. Oh, spannend. Taiwan, cool. Ja, super. Dann sagen jetzt wahrscheinlich viele, wo kriege ich das Buch her? Ich will auch starten. Ich habe auch schulpflichtige Kinder. Wo kann man das Buch bekommen? Wo kann ich es kaufen? Wie kommen Sie an die Informationen? Genau, dieses Buch gibt es aktuell bei uns über unseren Instagram- oder Facebook-Account. Also wir haben es nicht auf Plattformen wie Kindle oder Amazon im Moment öffentlich. Einfach uns anschreiben. Das Buch ist auch auf Spendenbasis erhältlich. Also jeder darf geben, was er möchte. Da wir gerne den Menschen den Zugang gewähren möchten, egal, ohne finanzielle Barriere,
sondern wir wollen einfach was in die Welt hinausgeben, weil für uns die Reise mit den Kindern einfach so wertvoll ist, dass wir sagen, Leute, geht's diesen Schritt, seid mutig und entdeckt die Welt gemeinsam als Familie. Es bringt einfach so viel Lebensqualität mit sich und auch die Familienzeit, was man zusammen hat, die viele Zeit, was man dann auf einmal zusammen hat, das ist einfach schön. Schön, sehr cool. Das heißt, man kann euch auch auf Instagram verfolgen. Wir setzen alle Links und Profile in die Shownotes. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die ganzen Infos und Tipps und hilfreichen Dinge, die ihr gesagt habt und das Mut machen für alle Familien, die auch vor der Wand der Schulbefreiung vielleicht stehen. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben schon das Thema gut abgegrast und für alle, die das jetzt hören, und das können wir nur noch mal bestätigen. Also eine Reise, die gibt der Familie einfach wahnsinnig viel und die Kinder, wie gesagt, gehen da drin auch meistens sehr, sehr auf. Und man soll sich nicht davon abhalten lassen, dass halt eine Schulbefreiung vielleicht im Raum steht. Also gerne den Schritt gehen, das E-Book sich besorgen und dann kann es losgehen eigentlich. Sehr schön. Cool. Vielen, vielen Dank dafür. Super. Wir sagen auch danke, dass wir Teil eures Podcasts sein durften und wie du schon sagtest, an all die Menschen, die das hören, traut euch und lasst euch nicht entmutigen, auch wenn ihr mal auf taube Ohren stößt. Es wird einen Weg geben, um mit den Kindern die Welt zu bereisen und den Kindern einfach so viel mehr zu ermöglichen. Ja, cool. Schöne Schlussworte. Ja, dann vielen Dank und... Genau, noch eine schöne Weiterreise auf alle Fälle. Danke, das wünschen wir euch natürlich auch. Danke. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war unser Interview mit Tanja und René. Alle Infos zum E-Book findet ihr unten in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.